Willkommen, liebe Freunde, bei einem neuen Train Sim World 2 Talk. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, da sind wir schon bei der zweiten Folge dieses neuen Formates. Es gab in der Zwischenzeit allerdings kein neues News-Video, wie man gemerkt hat. Es gibt einfach äh, aktuell nichts Spannendes, nichts Mega-Spannendes zu berichten über Train Sim World 2. Ja, West war Local. Wurde veröffentlicht inzwischen. Aber ansonsten hat sich da nicht so ganz so viel getan. Ein kleines Roadmap-Update gab es noch, aber ansonsten nichts mega spannendes. Deswegen gab es kein News-Video, aber hier kommt der zweite Talk und heute geht es darum, wie Dovetail Games Strecken auswählt und, und was sie als, wie sie ihr Streckennetz ausbauen, speziell in Deutschland. Aber auch noch mit Vergleichen. Ins Ausland sozusagen. Sprich, ähm, meine Meinung, meine Ansichten darüber, ähm, ob das so toll ist oder äh, wie ich verstehe, was sich Daft Games vorstellt, wenn sie neue Strecken rausbringen. So rein dahingehend, wo sie diese platzieren sozusagen, also welche Strecke sie sich aussuchen. Ich komme deswegen drauf, weil ja, ich fand, war so ein bisschen enttäuscht. Nicht, enttäuscht war ich auf jeden Fall nicht, aber ich dachte mir so, hm, muss das wirklich sein? In der letzten Roadmap kam eine neudeutsche Strecke unten dazu bei in Planung Dresden-Chemnitz. Ich habe mich erstmal gefreut, weil natürlich auch die 612 mit dabei ist. Ich freue mich immer noch auf die Strecke. Ich habe mich nur gefragt, warum bringen Sie, nachdem die letzte deutsche Strecke Dresden beinhaltet hat, also Dresden-Riesa, warum bringen Sie wieder eine Strecke mit Dresden? Ich meine, es macht ja Sinn, dass man irgendwann noch mal eine Strecke mit Dresden hat. Es wäre ja blöd, wenn jetzt nie wieder eine Strecke mit dem Münchner Hauptbahnhof kommen würde, nur weil es ja schon eine gibt. Dennoch. Direkt aufeinanderfolgend, ohne mal was anderes dazwischen zu haben, finde ich das schon so ein bisschen, dachte ich mir so, naja, okay, ähm, ob das wirklich sein muss. Es gibt auch andere schöne Strecken, wo die 612 fährt. Oh, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Gerade noch so verhindert. Ja, äh, ich, gut, wenn man natürlich an der Linie wohnt, ist es was anderes, freut man sich immer. Aber rein jetzt neutral, aus objektiver Sicht betrachtet, unvoreingenommen, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich wohne da und finde es deswegen unbedingt ge richtig geil. Ähm, oder ich wohne da nicht und deswegen finde ich scheiße. Einfach wenn man neutral drauf guckt, ähm, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, sofort wieder eine Strecke mit Dresden rauszubringen. Also die Leute werden es kaufen und das wird schon passen. Also aus Marketing-Sicht oder sowas, denke ich mal, passt das auf jeden Fall. Vor allem auch, weil die 612 vorkommt. Aber ich, ich denke mir nur so, hm, ich hätte mir gewünscht, dass das Streckennetz, zumindest in Deutschland, in Train World, so ein bisschen anders aufgebaut wird. Wir haben ja sehr viele Strecken in Nordrhein-Westfalen. Rhein-Ruhr-Osten, Köln-Aachen, ähm, Rosig-Nord und Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Vier Strecken macht ja insofern auch Sinn. Es sind da viele Großstädte auf einem Haufen sozusagen, deswegen ist das auch ganz cool. Aber die kamen halt auch so gefühlt aufeinander. Da kam zwischendurch noch mal dann hier mein Spessartbahn aus Bayern. Aber wir haben halt noch so viele Sachen nicht. Also wir haben noch nichts aus Niedersachsen, beispielsweise Hannover, Wolfsburg, Bremen. Wir haben noch nicht mal den Berliner Hauptbahnhof oder irgendwas in, in der Nähe von Berlin, in Richtung Berlin. Wir haben noch nichts aus Baden-Württemberg. Österreich und so ist natürlich auch nicht zu so vernachlässigen. Schweiz haben wir eine Strecke, ja, von Rivet Games, aber auch da könnte mehr kommen äh, aus der Schweiz beispielsweise. Klar, das ist dann keine deutsche Strecke, aber ich, ich gehe jetzt mal vom deutschsprachigen Raum aus. Also ich denke mal so eine Strecke hier äh, mit Railjet. Und so wäre sicherlich auch cool in Österreich oder, keine Ahnung, vielleicht auch so eine Hybridstrecke in Anführungsstrichen, also dass man irgendwie von Deutschland nach Österreich fährt. Es gibt viele Sachen, die noch cool wären. Und deswegen weiß ich halt nicht, warum sie dann so viel auf einem Fleck machen. Ich meine, klar, die Leute dort freuen sich. Wie gesagt, wenn man natürlich da wohnt und dann die Gegend auch noch erweitert wird, du wohnst jetzt in Dresden, hast dann Dresden, Ries Dresden Riesa und kriegst jetzt auch noch Dresden Chemnitz, ist natürlich schön. Und es ist ja auch okay, wenn es dann die Strecken gibt. Ich finde nur, vielleicht sollte, bevor die nächste Dresden-Strecke kommt, vielleicht mal sowas kommen wie, sagen wir mal, irgendwas mit Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, haben wir auch nicht drin. Also da gibt es halt viele Sachen, die noch fehlen. Ich meine, klar, die gibt es, die wird es immer geben, weil ähm, Dovetail Games kann natürlich auch nicht alles machen. Ähm, aber bevor man halt dann dreimal mit dem Dresdner Hauptbahnhof und fünfmal äh, im, im Ruhrgebiet. Ähm, Finde ich, wäre es natürlich nice, wenn zwischendurch dann mal irgendwas mit Berlin, mit Stuttgart, mit äh, Bremen von mir aus, äh, Frankfurt am Main, irgendwie sowas. Gibt ja noch genügend interessante Strecken. Ich blick, ich sag das auch deswegen, weil ich blick zum Beispiel auf äh, die englischen Strecken und sehe mega viel mit London. Mit der Hauptstadt. Ähm, wir haben. Ähm, London St. Pancras bis Feversham. Das ist, ähm, wie heißt denn jetzt dieser Strecken, die Strecke nochmal, äh, Southeastern High Speed, genau. Dann haben wir von ganz früher noch eine der ersten Strecken, Great, Great Western Express, London Paddington bis Reading. Jetzt haben wir London Victoria nach Brighton bekommen. Wir haben die London Underground. Also da ist schon sehr viel am Start, was ich irgendwie auch cool finde natürlich. Ähm, aber wie wäre es mal mit Liverpool? Wie wäre es mal mit anderen Dingen? Wobei ich es in England halt irgendwie... Gut, ich, woh ich wohne halt nicht in England, vielleicht liegt es auch daran ähm, und bin jetzt da auch nicht so mega interessiert in die Strecken. Aber wie wär's es denn mal mit Edinburgh oder so, ja, äh, kann man auch sagen. Ich wundere mich nur, warum sie halt London, warum sie da dann so viele Strecken machen in und um London oder von London, London ausgehen. Und wir haben von unserer Hauptstadt, also von Berlin, äh, noch gar nichts gesehen in Trains World. Sondern da wurde im Ruhrgebiet viel gemacht. Ja, Essen, Duisburg, Hagen, Wuppertal und so. Ähm, aber wo sind die. Cool, wo ist die Berliner S-Bahn? Wo ist von mir aus auch die äh, U-Bahn Frankfurt oder so? Keine Ahnung. Äh, kann man ja vieles machen. U-Bahn Wien, ach, da wäre ich dafür. Nein, ähm, ja, ich, ich finde halt, es gibt noch viele Sachen, die man da machen könnte. Und wenn man nach USA schaut, da finde ich es fast schon am besten. Wobei in USA oder bei den amerikanischen Trains-World-Strecken ist so ein bisschen das Problem, finde ich, dass es viel. Güter ist und ausschließlich Güter. Also, ich finde die Sachen cool. Ich finde diese Güterstrecken cool, aber ich finde es dann halt auch immer cool, wenn man auf dieser Güterstrecke vielleicht auch noch einen Personenzug fahren könnte, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Aber, ähm, das habe ich auch ähm, vor einigen Jahren, als es noch gar nicht Trains in World 2 war, sondern nur Trains in World habe ich mal mitbekommen, dass die Entwickler halt ähm, nach Umfragen gehen auch und äh, öfter mal Umfragen machen. Ich habe auch letztens bei einer mitgemacht. Und sie merken halt, dass die Leute aus den USA größtenteils dann lieber rangieren, ihre coolen Güterzüge da, ihre langen Güterzüge durch die Gegend ziehen. Und das äh, passt dann ja auch wieder, und dass es dann weniger Passagierrouten in den USA gibt. Ähm. Passt dann halt eben zu den Umfragewerten und zur Zielgruppe. Und es gibt ja trotzdem Passagier-Content ähm, für amerikanische Strecken in Trains in World 2. Ja, aber anderes Thema, worauf ich hinaus möchte, da ist es einfach von rein von den Platzierungen, von den Orten ein bisschen besser verteilt. USA ist natürlich auch nochmal viel, viel größer als Deutschland. Dennoch finde ich, dass man in Deutschland das auch so ein bisschen verteilter machen könnte. Also sie könnten ja einfach jedes Mal ein anderes Bundesland nehmen. Also sie könnten sagen, okay, wir machen jetzt NRW, dann machen wir was, machen wir Berlin, dann machen wir Schleswig-Holstein, dann machen wir vielleicht wieder NRW. Das wäre dann okay, aber das halt nicht. NRW, 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 dann Dresden, Dresden kommt. So. Ja, okay, es war jetzt NRW, 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 dann kam... Äh, was kam denn als nächstes? Das müsste schon Köln-Aachen. Ja, genau. Dreimal NRW, dann kam Bayern mit München-Augsburg. Dann kam Schleswig-Holstein und jetzt kam, kommt zweimal Dresden in Folge. Also es, es ist ja schon okay, aber ich finde halt so zum Beispiel dreimal NRW hintereinander, weiß ich nicht. Also vielleicht hätte man auch machen können NRW, Schleswig-Holstein, Dresden, NRW, Bayern, NRW. Dann wäre auch dreimal NRW, aber man hätte es ein bisschen besser verteilt gehabt. Was mir persönlich... Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Aber ich persönlich hätte das cooler gefunden. In USA zum Beispiel haben wir von der Westküste San Francisco, San Jose. Dann haben wir an der Ostküste Boston Sprinter. Dann haben wir noch Clinchfield Railroad. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch eher Richtung Osten, aber halt jetzt nicht direkt irgendwie auch in Maine und so. In, in nicht in Maine, in Massachusetts. In der Gegend, sondern einfach ähm, ja in einem nochmal anderen Bundesstaat. Genauso wie ähm, Sandpatch Grade ist ja in den Appalachen in Maryland, wenn ich es richtig weiß. Also dann auch der Südosten, während Boston Sprinter im Nordosten ist. Ich glaube, Clinchfield Railroad ist so im mittleren Westen irgendwo besiedelt. Aber das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, das weiß ich nicht mehr so ganz. Dann gab es ja zum Beispiel zwischendurch noch ähm, Canadian National, hier Oakville Subdivision in Kanada noch sogar. Ähm, klar ist nicht USA, aber das, das wäre sowas, wo ich sagen würde, okay, bringt doch mal eine österreichische Strecke zwischendurch. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ähm, ich freue mich trotzdem auf, auf äh, Dresden-Chemnitz. Dennoch. Ja, denke ich mir so, hm, es gibt noch so viele Sachen. So viele coole Sachen in Deutschland. Wie schon gesagt. Hauptbahnhof Frankfurt am Main, Hauptbahnhof Berlin. S-Bahn Berlin, dass man vielleicht nicht schon wieder irgendwie so Deutsche Bahn verkehrsrot, äh, irgendwelche Regionalservices hat, sondern vielleicht mal, wie gesagt, die Berliner S-Bahn oder irgendwie was mit Flixtrain oder sowas in die Richtung. Einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung rein. Also, natürlich wird das eine neue Strecke und die ist wieder anders und man geht von Dresden dann Richtung, Richtung Chemnitz und so, ja. Und man fährt die 612, eine neue Lokomotive. Ist ja alles gut und schön, dennoch fände ich es mal cool. Wie gesagt, was, was ganz Neues, was, was irgendwie, es, es muss nicht das Rad neu erfunden werden, aber ich wünsche mir persönlich, irgendwie sowas, ja, ÖBB-Zug, Flixtrain, irgendwas, was nicht Deutsche Bahn ist, vielleicht noch dazu. Wir haben ja die Ansätze mit dem MRCE ähm, Dispo-Lokomotiven oder mit dem Ozeanblau jetzt in, in Dresden-Riesa. Aber in die Richtung wünsche ich mir einfach mehr und es, es geht natürlich jetzt nicht die Welt unter, wenn sie jetzt nochmal irgendeine Strecke mit Dresden bringen. Aber ich wünsche mir dann vielleicht auch mal was aus. Am Bodensee oder wie auch immer. Es gibt noch so viel Cooles zu entdecken und ähm, ich freue mich auch drauf, was sonst noch so kommt bei Transworld. Bin gespannt, bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Gerne könnt ihr ähm, das in die Kommentare schreiben. Werde ich mir durch, durchlesen, drauf antworten. Genau, freue mich auf den Austausch, freue mich auch schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut.